Am Ende waren es zwei Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley, die das scheinbar Unmögliche schafften. Donald Trump schweigt, zumindest online. Auf Twitter ist sein Profil in Gänze gelöscht. Auf Facebook darf der scheidende US-Präsident keine Inhalte mehr publizieren. Ein Erfolg? Eher nicht, meinen Beobachter wie der Autor und Kolumnist Alan Posner. Meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, dass Trump weg ist, war poetische Gerechtigkeit. Geschieht ihm recht. Dann aber habe ich mich gefragt, Moment, der frei gewählte und frei abgewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird faktisch stumm geschaltet auf dem wichtigsten Marktplatzforum der Welt. Zeigt das nicht überdeutlich, dass hier ein Machtmissverhältnis entstanden ist? Zeigt das nicht, wie gefährlich diese Macht der Tech-Giganten ist? Haben wir es anstelle von Gesellschaft und Regierungen tatsächlich Tech-Konzernen überlassen, die Grenzen der Meinungsfreiheit zu bestimmen? Das würde die Stummschaltung Donald Trumps zu einer Entscheidung zu Ungunsten von uns allen machen. Doch vielleicht verstehen ja auch die Konzerne selbst ihre eigene Rolle miss. Ich habe viel gehört, auch auf den sozialen Medien sagen viele, ja, Privatunternehmen hat Hausrecht, Sie, Herr Posner, arbeiten für die Welt und für die Zeit und da darf auch nicht jeder publizieren. Twitter und Facebook und Co. und Instagram und Parler und wie die alle heißen, das sind keine Medien. Es sind nicht Zeitungen oder Fernsehsender, die eine Redaktion haben. Sie unterstehen nicht dem Presserecht. Die vertreten angeblich und nicht eben eine Meinung, sondern sie sind eben ein Forum, das für alle da. Man könnte sie vergleichen mit Wasserwerken, Stromnetzen, die uns eben Wasser und Strom liefern. In diesem Fall liefern sie uns Kommunikationsmöglichkeiten. Und da finde ich, dass das Hausrecht nicht greift. Wenige Tage nach dem Rausschmiss Trumps erklärte Twitter-Chef Jack Dorsey bedauernd, dass der Schritt nach dem Sturm aufs Washingtoner Kapitol unumgänglich gewesen sei. Er bliebe aber hoffentlich ein Einzelfall. Doch ist die Causa Trump wirklich der Sonderfall, zu dem Dorsey ihn macht? Gillian C. York kämpft seit vielen Jahren für die Meinungsfreiheit im Netz. Ja, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Donald Trump kann einfach einen Fernsehsender anrufen. Er hat genug Geld für eine eigene Website. Seine Meinungsfreiheit ist nicht wirklich bedroht. Es sind vielmehr die Aktivisten, Dissidenten, queeren Jugendlichen, Opfer häuslicher Gewalt und Sexarbeiter, die jeden Tag von diesen Plattformen geworfen werden, manchmal sogar ohne gegen deren Regeln zu verstoßen. Und im Gegensatz zu Donald Trump können sie nicht einfach bei Fox News anrufen und sich darüber beschweren. Sie können sich nirgendwo hinwenden. Wie also umgehen mit Hass- und Gewaltaufrufen in den sozialen Medien? Derzeit sind die Plattformbetreiber in der Pflicht, solche Inhalte zu entfernen und gegebenenfalls die dazugehörigen Accounts zu löschen. Für den Bereich des Rechtsextremismus im deutschsprachigen Raum hat Mike Fielitz mit einer Kollegin untersucht, was das sogenannte Deplatforming von Social-Media-Kanälen bringen kann. In unserer Studie haben wir festgestellt, dass sich die Reichweite und die Aufmerksamkeit eben massiv einschränkt, sobald die Akteure von ihren präferierten Plattformen verbannt wurden. Das heißt, sie haben nicht mehr die Möglichkeit, soziale Medien als Brücke zu nutzen, ihre radikalen Ideen halt mit einem möglichst großen Publikum zu teilen. Und das führt dazu, dass man sich halt in alternative Netzwerke zurückzieht. Was verloren geht, ist vor allen Dingen die algorithmische Form der Nachrichtenzustellung über soziale Netzwerke, also über die kommerziellen sozialen Netzwerke, die Menschen auch erreicht, die nicht unbedingt der gleichen Meinung sind. Wortwörtlich zu Gewalt aufgerufen hatte Donald Trump nie. Trotzdem wurde sein Twitter-Account entfernt. Auch viele rechtsextreme Akteure sind Meister der verbalen Suggestion. Deplatforming bleibt so für Mike Fielitz unumgänglich. Nur, wer bestimmt die Regeln? Plattformen vermitteln oft den Mythos, halt neutral zu sein, sich aus politischem Wettbewerb rauszuhalten. Aber was wir eben über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass eben auch diese Inaktivität eine Art von Entscheidung ist, also nicht einzugreifen. Und das gibt halt Akteuren einen Vorteil, die eben besonders ruchlos agieren, die besonders radikal und manipulativ agieren.
und bringt halt demokratische Akteure in sozialen Medien einen besonderen Nachteil, weil sie sich halt diesen manipulativen Vorgehensweisen halt anschließen müssten, um dort eben auch das gleiche Gehör zu finden wie diese Akteure. Das Silicon Valley begann einst als Utopie. Als Utopie eines technikgetriebenen, besseren Lebens. Ein Traum von freiem und globalem Meinungsaustausch. Doch davon scheint heute nicht mehr viel übrig. Anstelle des Traums traten weltumspannende Konzerne, ausgestattet mit mehr Macht als so mancher Staatschef. Selbst die Entfernung von Donald Trumps Accounts war für mich kein Akt des guten Willens oder zum Schutz der Demokratie. Dabei ging es am Ende nur um den Profit. Und ich bin es leid, mich für die Regulierung von Plattformen an einzelne Staaten zu wenden. Gerade als US-Amerikanerin fällt es mir schwer, dafür der Regierung zu vertrauen. Wenn wir der Trump-Administration erlaubt hätten, diese Plattformen zu moderieren, hätten wir den Rausschmiss von Black Lives Matter-Aktivisten und anderen beobachten können. Gleichzeitig hätte die Hassrede auf diesen Plattformen weiter zugenommen. Was ich gerne sehen würde, ist, dass die Plattformen ihre Macht zurück in die Hände der Nutzer legen. Ich denke, dass die Nutzer und die Zivilgesellschaft hier eine große Rolle spielen können. Sowohl in Bezug auf die Mitwirkung an der Politikgestaltung als auch bei der Umsetzung. Was für eine Utopie. Die Kontrolle übers freie Wort im Netz den Händen der Konzerne zu entreißen, zurück hinein in die Obhut der Bürger. Und tatsächlich hoffen Twitter, Facebook und Co. längst selbst auf eine verlässliche Regulierung. Zeit also, sie ihnen zu geben.